Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Im heutigen Video wird es ganz schnell und ganz einfach, aber richtig, richtig lecker. Wir machen Hackbrötchen 2.0. Freut euch drauf! Die Zutaten seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da, wo hier Aufklappen steht unter dem Video, da mal gucken und aufklappen. Und da seht ihr dann alles, was ihr braucht. Ansonsten natürlich hier im Video. Ja, Hackbrötchen, klassisch überbackene Hackbrötchen. Kann man auch anders machen. Ich hatte immer so ein paar Probleme mit ein, zwei Sachen. Nämlich, dass die A so ein bisschen durchsiffen vom Fleisch beim Backen. Und das haben wir behoben. Und wir haben nochmal einen richtigen Frische-Kick oder einen richtigen Geschmacksbooster drauf. Und das wird, glaube ich, echt, echt lecker. Ja, was wir dazu brauchen, als erstes machen wir uns dazu eine Chimichurri, so eine argentinische Kräuteröl, ja, Paste nicht, also Soße, und die wird dem Ganzen wirklich auf ein neues, oder die wird dem Ganzen auf ein neues Level verhelfen. Scheiß Deutsch. Und zwar als erstes ein paar Knoblauchzehen, zwei an der Zahl. Den Grill könnt ihr jetzt schon mal vorheizen. Dann haben wir den gleich schon mal auf Temperatur. So, Knoblauchzehe schön klein machen. Kommen nachher noch in den Mörser rein, aber ihr spart euch einfach ein bisschen was an Arbeit, wenn ihr das vorher schon mal ordentlich klein macht. So, wer keinen Mörser hat, man kann Knoblauch natürlich auch hier auf dem Brett, vielleicht sogar mit dem Messer, klein machen. Ansonsten einen Löffel und dann anschließend nachher in eine Tasse alles vermischen. Funktioniert sicherlich auch. Mixer, glaube ich, würde auch klappen, oder? Stabmixer? Könnte. Ja, Stabmixer könnte auch funktionieren, aber ist, glaube ich, dann zu fein, ne? A, zu fein, und B, hätte ich persönlich überhaupt keine Lust, dafür den Stabmixer nachher wieder sauber zu machen. Von daher würde ich es lieber auf dem Brett mit dem Messerrücken machen oder mit dem Löffel. Wenn man dazu ein bisschen Salz nimmt, dann wird eigentlich der Knoblauch ganz gut klein. Knoblauch ist im Mörser. Dann nehmen wir uns etwas Salz. Nehmt da ruhig ein grobes Salz für. Ja, so eine etwas größere Prise. Ja, ein bisschen geht noch. Und etwas Zucker nehmen wir noch dazu. Damit gleichen wir so ein bisschen, ja, dieses Brutale vom Knoblauch aus. Und es hilft auch natürlich noch, genauso wie das grobe Salz, das Ganze schön fein zu machen und die Aromen zu lösen. So, jetzt haben wir hier eine richtig schöne Paste. Kannst du mal eben reinzeigen, André. Man sieht eigentlich kaum noch was. Aber es ist jetzt richtig schön klein. Dann als nächstes nehmen wir uns hier Petersilie. Da so eine ordentliche Handvoll, eine gute Handvoll, und die werden wir jetzt erstmal schön klein machen. Die Stiele könnt ihr mit drin lassen, die haben auch richtig, richtig viel Geschmack und stören eigentlich auch nicht wirklich weiter. Nur klein sollte es sein. So, das ist auf jeden Fall klein genug. Das geben wir mal mit in den Mörser rein. Dann nochmal Petersilie? Nein, das ist dein Lieblingsgewürz. Das solltest du eigentlich mittlerweile kennen. Ich weiß. Aber in Kombination schmeckt das gut. Koriander. Sieht aus wie Petersilie, schmeckt allerdings ganz anders. Schmeckt wie Seife. Schmeckt tatsächlich so pur wie Seife, aber wenn man es in Gerichten zusammen verwendet mit anderen Gewürzen, dann schmeckt es eigentlich richtig gut. Und auf keinen Fall mehr nach Seife. So, da wollen wir jetzt also, ich sag mal so anderthalb Esslöffel ungefähr haben. Ich sag's dir, ich habe einmal Koriander anstatt Petersilie gekauft. Ja, was gab's? Petersilie-Salat? Salat haben wir weggeschmissen. Ja. So, rein damit. Gut, dann jetzt für dich wieder was Leckereres. Oregano. Oregano. Oregano, Oregano, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Oregano, also die Betonung liegt auf dem E. Ich weiß, viele Italiener regen sich mal auf, wenn man das falsch sagt, wenn man Oregano sagt. Also Oregano. Oregano.
Üben. Ja. Oregano. Siehste. Klar. Jetzt sind sie alle stolz. Also gleiche Menge ungefähr wie den Koriander. Und das macht, das knallt wirklich gleich richtig schön im Mund. Ich liebe das. Diesen Geschmack. Dann nehmen wir uns eine Zitrone. Bio-Zitrone, trotzdem gut abwaschen, weil wir brauchen die Schale von der halben Zitrone. Das reicht aus, wenn es eine große Zitrone ist wie diese. Gehört da eigentlich gar nicht rein. Aber ich habe es mal irgendwann einfach gemacht. Das schmeckt super. Wahrscheinlich, weil ich mich im Rezept vertan habe. Aber es war wirklich richtig gut. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja. Super. Seitdem machen wir es immer. Da haben wir die ganze Zitrone. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen was vom Zitronensaft mit dazu. So, ein paar Spritzer reichen da schon. Ah, jetzt. Ich halte extra die Hand runter und jetzt ist der Kern doch mit reingeflogen. Und wieder weg. So geht's auch. Hier haben wir noch ein paar Chili-Flocken, die geben wir damit rein. Da könnt ihr natürlich dosieren, wie ihr selber möchtet. Und etwas Pfeffer geben wir noch mit dazu. Ich habe hier da meinen Walk of Flame Pfeffer. Der hat auch ein bisschen Zitrone. Und der passt natürlich super gut dazu. Gehen wir mal so eine Prise drüber. Das können wir jetzt schon mal ein bisschen ohne Flüssigkeit andrücken. Und jetzt löst sich wirklich alles an Aromen, was in den ganzen Blättern, in den Zutaten ist. Und es strömt einem jetzt schon in die Nase rein. So, jetzt gehen wir noch Öl rein. Nehmen wir ein gutes Olivenöl. Am besten von Lio. Das füllen wir jetzt auf. Also es wird auf jeden Fall richtig schön ölig gleich werden. Gegebenenfalls nachher, wenn das so ein bisschen gezogen hat, noch ein bisschen Öl nachgeben. Ansonsten sind wir so fertig. Und jetzt einmal riechen. Das ist so... Explosion. Ja, wirklich. Also das ist Wahnsinn. Und nachher im Mund natürlich extrem lecker. Wir haben jetzt schon mal eine mittlere Zwiebel klein geschnitten, klein gewürfelt. Weil jetzt machen wir mit unserem Fleisch weiter. Da geben wir jetzt erstmal ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Zack. Dann die Zwiebel mit rein. Und mit gut gewaschenen Händen einfach mal durchkneten. So soll uns das reichen. Dann nehmen wir uns hier unsere Brötchen. Das sind so ganz normale Aufbackbrötchen, die noch nicht aufgebacken sind, also nur vorgebacken und aus der Packung raus. Und die schneiden wir jetzt mal so in die Hälfte. Zack. Ja, und jetzt hatte ich eigentlich, so war der Plan, dass wir das richtig schön platt drücken wollten, aber das geht nicht einen Millimeter. Es bricht auseinander, von daher geht das überhaupt nicht. Wir lassen es einfach so. Es muss dann ja auch so gehen, weil ihr habt ja zu Hause dasselbe. Was soll ich jetzt da rumfummeln? Aus der Mitte rauskratzen finde ich persönlich auch immer doof. Wohin mit dem Zeugs? Isst man sowieso nicht, schmeißt man nur weg. Von daher lassen wir es jetzt einfach so. Jetzt geben wir hier schön Käse mit rein. Das ist also normaler Gouda. Und das ist jetzt also auch noch so ein kleiner Schutz, dass es halt durch oder nicht durchsickt nachher. Weil das Brot, das ist jetzt so trocken, das zieht also wirklich dermaßen viel an Flüssigkeit. Jetzt muss man ja glatt noch ein bisschen künstlerisch aktiv werden. Aber Tetris hast du ja schon mal gespielt. Ja, ich bin Beamter, ich bin geboren für Tetris. Unseren Käse haben wir jetzt drauf verteilt und jetzt geben wir das Hackfleisch da drüber. Da formen wir als erstes mal so ein bisschen so eine Wurst. Und jetzt schön drauf drücken. Ruhig auch so ein bisschen über den Rand. Es soll ja durchaus auch nachher halten. So, jetzt sind wir damit fertig und können damit auch schon zum Grill gehen. Ihr müsst allerdings ein bisschen vorsichtig sein, dadurch, dass wir den Käse jetzt unten haben, wollen wir natürlich nicht, wenn ihr das jetzt einfach so stumpf umdreht, dass euch das auseinanderfällt, sondern jetzt erstmal vorsichtig drauflegen, also erstmal umdrehen und dann zack, drauf. André hat mir geschworen, dass der Käse das Ganze gleich zusammenhält. Prima.
Käse hat Kleberfunktion. Mit eingebaut. Mhm. So, die Temperatur habe ich jetzt relativ niedrig eingestellt am Gasgrill, aber direkte Hitze. So, als wenn wir es quasi normal grillen würden. Jetzt erstmal Deckel zu, das Ganze ein bisschen angrillen und schon mal von dieser Seite ein bisschen gar werden lassen. Jetzt haben wir ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten gewartet. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt gehen wir da vorsichtig drunter, drehen die um. Boah, sehen die gut aus. Oder was? Ja, klasse. Und jetzt müssen wir die quasi nur noch von unten einmal gar werden lassen, dass also die Brötchen auch ein bisschen angetoastet sind von unten. Deswegen lege ich die jetzt einfach mal hier oben drauf, dann Deckel wieder zu und jetzt nur noch ein paar Minuten ein bisschen darauf achten, dass das Brötchen nicht verbrennt und dann sind wir auch schon fertig. Drei Stück haben wir schon mal fertig, der eine braucht noch ein ganz, ganz bisschen, dann ist er auch soweit und die sehen also wirklich super aus. Und das Gute ist ja gleich, André, gerade so für so Esser wie dich, ja. Was passiert dir immer bei diesen überbackenen Käsebrötchen? Ja, dass der Käse am Gaumen kleben bleibt. Genau. In diesem Fall bestimmt nicht. Richtig, so nicht, so ist er nämlich unten drunter. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und jetzt kommt die Krönung. Kommt die Krönung, unsere Chimichurri. Das gibt ein, wie gesagt, einen Bums im Mund. Zack. So, und fertig sind sie. Und dann müssen wir nur noch probieren. Boah, es duftet herrlich. Dann schneiden wir es mal durch. Ich habe es auch ein bisschen natürlich abkühlen lassen. So sieht's aus. Also der Käse hier unten. Gerade eben wäre noch zerlaufen, weil es noch richtig schön heiß war. Aber jetzt. Aber so müsste es eigentlich genau richtig sein zum Essen. Boah. Mmh. Hammer. Boah, das ist die geilste Variante, die ich an solchen Brötchen jemals gehabt habe. Mega lecker, also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Gerade auch dieses Zitronige dabei. Macht das Ganze total edel irgendwo und richtig, richtig lecker. Und ist so einfach eigentlich, ne? Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao. Hm. Hm.